Solarenergie boomt. Jinko Solar ist der größte Solarzellenproduzent. Außerdem ist die Aktie stark gefallen. Ist das eine Kaufchance oder soll man andere Solaraktien aus China kaufen? Oder lässt man da am besten die Finger ganz weg? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wenn es um China geht, dann geht es zurzeit vor allem um die sogenannte Laborthese. Joe Biden hat zu seinen Geheimdiensten gesagt, sie sollen doch jetzt endlich mal rauskriegen, wo das Coronavirus eigentlich herkommt. Damit ist das Thema in guten Händen, in besten Händen. Die US-Geheimdienste haben ja zum Beispiel auch schon das riesige Atomwaffenarsenal von Saddam Hussein entdeckt. Aber Spaß beiseite, es geht da jetzt natürlich darum, man weiß schlichtweg nicht, wo das Coronavirus herkommt. Und die Laborthese besagt, es könnte eben versehentlich auch freigesetzt worden sein im Institut für Virologie in Wuhan. Ist offenbar nicht so wirklich wahrscheinlich, aber es ist auch nicht völlig auszuschließen. Man hört jetzt oft, wenn das stimmt, dann würden auf China riesige Schadensersatzforderungen zukommen. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze völkerrechtlich sich darstellt. Bei Tschernobyl, bei Fukushima, da hat man jetzt auch niemanden haftbar gemacht. Und man sollte eins auch nicht vergessen bei der ganzen Sache. China hat sich am Anfang da nicht mit Ruhm bekleckert, ist völlig klar. Aber als bei uns die ersten Infizierten da waren, da haben wir alle schon genug gewusst, um entsprechend dagegen was zu tun. Und China und auch Taiwan und Vietnam, die haben uns sogar auch noch gezeigt, wie es geht, was man dagegen tun kann. Dafür, dass wir es dann am Ende nicht hingekriegt haben, aus welchen Gründen auch immer, dafür kann China dann nichts mehr. China hat uns seitdem beliefert en masse mit Masken, mit Schnelltests. China ist außerdem fast das einzige Land momentan, das auch an ärmere Länder in großen Mengen Impfstoffe liefert. Das ist dann ja Impfstoffdiplomatie, wie man jetzt oft wieder gelesen hat. Aber denken wir da auch mal dran, 3/4 von allen Impfstoffen sind bis jetzt nur in 10 Ländern verimpft worden, der Rest hat so gut wie gar nichts bekommen. In Afrika ist die Impfquote bei 2% momentan. Afrika steht völlig schutzlos da. Insofern, China tut schon das eine oder andere und ich glaube nicht am Ende, dass man China für Covid-19 haftbar machen kann oder haftbar machen wird. Aber das Ganze ist außenpolitisch natürlich zusätzlich nochmal ein Reizthema, das auch wieder zusätzlich für böses Blut sorgen kann. Und was jetzt diese ganz harte These da betrifft, dass der Coronavirus ein Kampfstoff ist, den China entwickelt haben soll, da kann ich wirklich nur sagen, also ja, ich bitte Sie, was soll das für ein Kampfstoff sein mit einer Sterblichkeitsrate von 2-3%? Das ist ganz schön schwach auf der Brust, würde ich mal sagen. Da würde ich mir von China dann schon mehr erwarten. Ja, halten wir uns da lieber an ganz konkrete Sachen, an ganz konkrete Aktien. Zum Beispiel die Aktien von Alibaba und JD.com. Dazu gibt es morgen einen neuen Zukunftsmärkte-Report, auf den ich schon mal hinweise, wo wir beide Aktien vergleichen und die Frage aufwerfen, welche ist jetzt im Moment interessanter. Beide Aktien sind ja sehr beliebt, beide sind spannend und beide sind gleichzeitig ja auch stark zurückgekommen in den letzten Monaten. Und Sie wissen ja, die Zukunftsmarktreports von uns sind gratis, jeder kann sie lesen. Sie müssen sich nur dafür einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut, Solaraktien. Eins ist völlig klar, Solarenergie ist eine Zukunftsbranche. Wir haben weltweit ambitionierte Klimaziele jetzt. Es geht nicht nur um den ganzen Strom, der jetzt mit alternativer Energie produziert werden soll. Und davon sind wir ja auch noch weit, weit weg. Sondern es geht auch um die Energie ja zum Autofahren, für den Transport, zum Heizen und nebenher für die ganze Industrie. Und am Ende dann vielleicht sogar noch eine Wasserstoffwirtschaft. Also wenn man das alles ernst nimmt, was
was im Moment da so aufgeworfen wird, dann braucht man einen enormen Ausbau von alternativer Energie. Und es gibt nur wenige alternative Energien, die so skalierbar sind und die auch so wirtschaftlich sind, dass das geht. Und dazu gehört Solarenergie, völlig klar. Allerdings, das ist nichts Neues, das ist schon lange so. Und die Solarbranche, die wächst auch schon sehr lang, und trotzdem haben aber die Anleger mit Solaraktien sehr viel Geld verloren. Es hat Pleiten gegeben ohne Ende, weil der Sektor zwar stark gewachsen ist, es hat aber auch einen unglaublichen Verdrängungswettbewerb gegeben. Und überlebt haben auch nur die, die immer massiv investiert haben, auch auf Kosten der Verschuldung, auf Kosten der Gewinnmargen und letztlich ja auch auf Kosten der Aktionäre dann. Aber immerhin ist es so, wir haben jetzt Marktführer, die inzwischen auch stabil Marktführer sind, die ihre Position gut verteidigt haben die letzten Jahre. Und der größte von allen ist der chinesische Solarkonzern Jinko Solar. Hier der 5-Jahres-Chart. Der Witz ist, es ging da ja immer hin und her, stark, jahrelang, starke Schwankungen. Und dann aber plötzlich im Herbst letztes Jahr, da macht die Aktie einen Riesensatz nach oben. Ist nicht ganz klar warum, hat aber wahrscheinlich damit zu tun, dass sich da in den USA ein Wahlsieg von Joe Biden abgezeichnet hat. Und der hat ja riesige Klimaschutzprogramme versprochen. Es hat also wieder Solareuphorie gegeben. Die war schon vor der Wahl aber eigentlich wieder vorbei, wie wir hier sehen. Und spätestens seit Januar sind wir auch in einer ziemlich harten Korrektur. Und noch interessanter als diese Korrektur war dazu aber bei uns die Berichterstattung, würde ich sagen. Die Aktie ist gefallen und gefallen. Und man hat aber trotzdem immer nur die ganze Zeit gehört, was für eine tolle Aktie, Jinko Solar, die haben Zukunft und die Aktie ist jetzt super billig und unterbewertet. Bis dann die Quartalszahlen gekommen sind am 20. April. Nettoverlust 59 Millionen Dollar, im Vorjahr war es noch ein Gewinn von 57 Millionen Dollar. Und auch der Umsatz ging um 1% zurück. Oh, da war das Entsetzen groß bei vielen, jetzt nicht bei den Profis, die hat das nicht mal groß überrascht, weil die Margen stehen unter Druck. Das vierte Quartal ist normalerweise das stärkste, aber wie wir hier sehen, obwohl die Auslieferungen, das ist die grüne Linie, die Auslieferungen in elektrischer Leistung sind um 27% gestiegen, der Umsatz an sich hat aber stagniert. Das heißt Preisdruck, das heißt Bruttomarge unter Druck. Das ist hier auch wieder die grüne Linie, die Bruttomarge, die fällt schon seit dem dritten Quartal 2019 eigentlich mit einer kurzen Erholung im ersten Quartal 2020. Wir waren in der Spitze bei 21,3% die letzten 2 Jahre, am Ende waren es aber nur noch 16%. Und das wirkt sich gravierend aus beim operativen Gewinn. Der bricht ein von 80 Millionen Dollar im Vorquartal auf nur noch 11 Millionen Dollar. Und die operative Marge mit 0,8% auch so niedrig wie schon lang nicht mehr. Warum ist das so? Die Nachfrage steigt ja, das ist nicht das Problem. Aber das Angebot steigt eben noch schneller, zumindest die nächsten Jahre wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen. Wenn man da so Dinge hört wie das von Gao Jing, das ist ein neuer chinesischer Konkurrent, der plant jetzt zum Beispiel eine Produktionskapazität von 50 Gigawatt pro Jahr, die da einfach mal aus dem Boden gestampft werden soll. Wäre das Doppelte der Kapazität von Jinko Solar und damit könnten sie auch schon die Hälfte der deutschen Gesamtstromproduktion abdecken. Und das jedes Jahr. Da sieht man schon, wohin die Reise geht in dem Sektor wieder. Und dann kommt aber noch dazu, dass auch die Komponenten jetzt knapp werden, weil da haben die Produzenten nicht so mitgehalten. Die Komponenten sind teuer geworden und das gilt vor allem für Polysilizium oder Polysilikon, wie man auch sagt, und das ist völlig unentbehrlich, und auch für so Sachen wie Solarglas, weil es auch immer mehr so bifaziale Module gibt, wo von beiden Seiten die Sonne draufkommt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Hersteller von Solarzellen leiden drunter, aber andere Firmen profitieren davon ja auch wieder. Und auch von denen gibt es Aktien. Zum Beispiel Daqo New Energy. Das ist ein reinrassiger Produzent von Polysilizium aus China.
Umsatz ist im ersten Quartal zum Vorjahr gestiegen, nochmal um 52%, der Gewinn um 151% auf 83 Millionen Dollar, EBITDA-Marge von 50%. Und wir sehen hier, wie Dako die Produktion gesteigert hat seit 2014. Die hat sich verdreizehnfacht. Und wie sie es aber gleichzeitig geschafft haben, die Kosten zu drücken. Ich hoffe, das kann man hier sehen. Also die Cash-Kosten pro Kilo Polysilizium, die waren am Ende nur noch bei $5,37 plus $1 Abschreibungen noch. Der Verkaufspreis war aber bei $11,90. Und für 2021 rechnen die Analysten jetzt nochmal mit einer Verfünffachung des Gewinns. Und auf diesen Gewinn ist die Aktie bewertet zurzeit mit einem KGV von 7,6. Das sollte man meinen. Das ist mal eine wirklich gute Aktie. Nur, wenn wir uns hier den Einjahreschart anschauen, dann stellen wir das fest, das ist das gleiche in Grün, wie bei Jinko Solar. Große Euphorie 2020 und dieses Jahr klappt das Ganze dann wieder zusammen. Und wir sind momentan sogar auf einem mehrmonatigen Tief bei der Aktie. Und hier nochmal das gleiche bei Jinji Solar. Die produzieren Solarglas hauptsächlich. Umsatz letztes Jahr gestiegen um 35%, der Nettogewinn ist gestiegen um 79%. Fürs erste Halbjahr rechnen die jetzt noch mit einem weiteren Gewinnanstieg um 100 bis 120%. KGV auf den Jahresgewinn dieses Jahr liegt bei 22. Gut, damit ist die Aktie teurer als die anderen beiden Aktien beim KGV. Aber halten wir fest, obwohl die Unternehmen ja komplett unterschiedlich sind, werden sie am Markt irgendwie alle gleich behandelt. Ein Grund dafür sehr wahrscheinlich, dieses Verhältnis, dass die Margen für Silizium und für Solarglas steigen und bei Solarzellen fallen, das könnte sich umkehren die nächsten Jahre. Weil die Zulieferer holen jetzt auch auf bei den Kapazitäten, die ziehen Kapazitäten hoch. Und bei Solarglas zum Beispiel, da war es ja 2019 noch so, dass der Markt überversorgt ist. Jetzt ist er unterversorgt, nächstes Jahr könnte er aber wieder überversorgt sein. Und ich glaube auch, dass man das alles am Markt langsam auch merkt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die könnte Jinko Solar demnächst wieder zugutekommen. Es gibt aber noch ein zweites Problem an dem Ganzen, dass diese China Solaraktien haben. Und das ist sehr ernst. Das Problem heißt Xinjiang. Xinjiang ist eine chinesische Provinz, viermal so groß wie Deutschland, ist berüchtigt für Straflager, für Unterdrückung von Minderheiten. Und aus dem schönen Xinjiang, da kommt nicht nur unsere Baumwolle und unsere heißgeliebten original italienischen Dosentomaten, sondern von da kommen auch 45% der globalen Polysiliziumproduktion. 80% kommen sowieso aus China und davon mehr als die Hälfte aus Xinjiang. Das war's dann mit unserem Klimaschutz. Und es ist aber vor allem auch der Hauptgrund meiner Meinung nach, dass die chinesischen Solaraktien alle unter Druck stehen momentan. Auch wenn das hier keiner zur Kenntnis nimmt, das Thema. Weil die chinesische Solarindustrie steht eben unter Verdacht, dass sie da Zwangsarbeiter einsetzt. Und speziell die USA sagen, es gäbe zumindest die Möglichkeit, dass es so ist. Ich meine, Sie sehen schon, das ist noch sehr schwammig argumentiert, aber man schließt auch neue Sanktionen nicht mehr aus in den USA deswegen. Und vor allem unter Beschuss steht Daqo New Energy. Daqo dementiert das vehement zwar. Die sagen, sie hätten zu keinem Zeitpunkt Zwangsarbeiter oder sowas eingesetzt. Das sei völlig undenkbar. Und es gab auch eine Reise für Journalisten in eine Fabrik von denen. Da war die Financial Times zum Beispiel auch dabei. Die Frage ist nur, hilft das Daqo irgendwas? Auf der einen Seite klar, ich meine, es gibt schon Möglichkeiten. Es gab neulich den Fall von Xiaomi, dem Smartphone-Hersteller. Der ist von USA ja auf eine schwarze Liste gesetzt worden von Unternehmen, die angeblich vom chinesischen Militär kontrolliert werden. Das war völlig abwegig. Die haben dann auch dagegen geklagt und sie haben von einem US-Gericht auch Recht bekommen. Bei Daqo ist es aber leider anders. Das wird nicht so einfach, weil die USA argumentieren, es geht ja vielleicht nicht nur um Daqo selbst, sondern es geht ja um die gesamte Wertschöpfungskette und da könnte überall potenziell Zwangsarbeit drin sein.
Und wenn es eins ganz sicher nicht geben wird, dann ist es eine offizielle ausländische Delegation, die das prüft und in Xinjiang da frei rumläuft und das alles kontrolliert. Ist genauso wie bei der Laborthese, wir werden es letztlich nie erfahren. Und für DACO ist es aber schlecht, weil sie es damit letzten Endes auch ja nicht ausräumen können. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, das ist vielleicht bei DACO so, aber doch nicht bei Jinko Zola, die kommen doch aus Shanghai. Das hier sind Aufnahmen von einem neuen Industriepark in Xinjiang. Es kommt vom Twitter-Account von Professor Laura Murphy von der Uni Sheffield. Die ist auf dem Gebiet eine Expertin, die hat sich darauf spezialisiert. Links eine neue Produktionsanlage von Jinko Zola und rechts praktischerweise gleich das Gefängnis. Kennen Sie das Bild schon? Na klar kennen Sie das, wo es doch hier tausend Experten auf YouTube gibt für die Jinko Zola Aktie. Haben Sie das Bild bestimmt schon zigmal gesehen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich kenne es auch erst seit kurzem. So ein Bild sagt noch gar nichts. Das gibt ja auch Frau Murphy zu. Aber das Entscheidende für uns ist eigentlich ja, das Ganze steht jetzt im Raum einfach. Es ist auch so gut wie nicht widerlegbar. Und wenn es dadurch jetzt zu Sanktionen kommen sollte, ist es wieder schwer zu sagen natürlich, wie sich das im Einzelnen auswirkt. Der chinesische Solarsektor hat schon einige westliche Sanktionen überstanden und der wichtigste Abnehmer von chinesischen Solarzellen ist auch immer noch China. Aber woran man auch denken muss zum Beispiel, sowohl Jinko Solar als auch DACO New Energy sind ja gelistet in den USA. Und auch da könnten die USA ansetzen. Ein Profiteur von solchen Sanktionen sind möglicherweise Solarunternehmen im Westen, also sowas wie Wacker Chemie zum Beispiel. Wacker Chemie, da muss man aber auch wissen, die sind nicht so fokussiert auf Silizium wie DACO zum Beispiel. Und die Gewinnentwicklung ist da auch viel volatiler. Und selbst bei Wacker kann es Probleme geben, weil es ja für die USA nicht nur um die eigene Produktion geht, sondern um die gesamte Wertschöpfungskette. Wer mit dem ganzen Thema wohl keine Probleme haben dürfte, das ist First Solar, Solarzellenhersteller aus den USA. Die haben jetzt ganz vollmundig erklärt, sie haben als erster von den großen Solarherstellern einen Kodex entwickelt für die komplette Lieferkette. Ganz großes Kunststück, weil die nämlich gar kein Silizium brauchen. Die arbeiten mit der Dünnschicht-Technologie auf Cadmium-Tellurid-Basis. Dafür sind dann die Module, wenn sie keiner mehr braucht, am Ende Sondermüll, kann man sagen. First Solar ist sicher interessant, gerade wenn es jetzt wirklich Sanktionen geben sollte gegen die chinesische Konkurrenz. Sie müssen es allerdings auch schaffen, dass sie mit ihrem Verfahren wirklich auf Dauer konkurrenzfähig bleiben. Wird nicht leicht, bis jetzt haben sie es aber ganz gut geschafft. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich da am Anfang gesagt habe. Meiner Meinung nach das ganz große Konfliktthema die nächste Zeit zwischen China und Westen, das ist nicht diese Laborthese. Da wird man am Ende sagen, shit happens, ist eben blöd gelaufen alles, sondern Xinjiang. China wird da immer auf dem Standpunkt bleiben, wie immer, mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten rein, wir tun es bei euch auch nicht. Und der Westen kann aber das, was da geschieht, zumindest so wie es uns geschildert wird zurzeit, natürlich auch nicht ignorieren. Und das Ganze ist schwerwiegend wirklich und betrifft uns dadurch natürlich auch als Anleger. Das war mein schonungsloser Bericht zu den China-Solaraktien. Der Sektor ist nicht ohne Chancen, wenn man es abschließend mal betrachtet, aber man muss eben auch wissen, man hat da erhöhte Risiken. Der Sektor ist zyklisch, er ist sehr wettbewerbsintensiv und es gibt eben auch noch diese zusätzlichen überdurchschnittlichen politischen Risiken. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Sie haben jetzt zu diesen Aktien ein bisschen was Neues gehört, das Sie woanders vielleicht noch nicht so gehört haben, dann darf ich Sie daran erinnern, Sie können meinen Kanal auch abonnieren. Damit würden Sie meine Arbeit natürlich auch zusätzlich noch unterstützen. Dabei dann auch immer auf die Glocke drücken natürlich, das ist die Benachrichtigung dafür, wenn neue Videos von mir da sind, dann sehen Sie das auch jeweils gleich. Und ich darf Sie außerdem natürlich nochmal erinnern, wie eingangs erwähnt schon, morgen gibt es unseren neuen Zukunftsmärkte-Report Alibaba versus JD.com. Der geht morgen raus, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schnell eintragen noch auf www.zukunfts-märkte.de.
Man sagt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Ich habe das Gefühl, dass diese Beine immer länger werden momentan an den Börsen. Und gerade in den Emerging Markets, bei vielen Schwellenländerbörsen, sind diese Beine mitunter schon sehr lang. Darum sind diese Börsen aber nicht weniger spannend und abgesehen davon, kein Mensch will kurze Beine. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen, herzlichen Dank fürs Zuschauen.